So, hallo, wir machen weiter. Nach ganz viel langer Zeit. Es ist jetzt ein Jahr, bis fast, oder? Ich weiß nicht, wann der letzte Part da war. Aber der letzte Part müsste Part 11 sein. Gestern habe ich eine Testaufnahme gemacht und Mario Maker aufgenommen. Aber jetzt geht es mit Let's Play Mario Wonder weiter. Ich habe nach wie vor nicht mehr zu dem Spiel gesehen, als was ich gespielt habe. Also es ist weiterhin alles blind. So. Gucken wir mal. Ja, immer noch einer. Hä? Ich habe schon Mario gespielt, oder? Ja, natürlich. Okay, da sind wir wieder. Offensichtlich direkt bei einem Level, was wir noch spielen müssen. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich gehen muss, wo ich jetzt. Aber ich schätze mal, wir gehen einfach in diese Richtung. Da ist ein Level, was wir spielen müssen. Dann spielen wir doch einfach dieses Level. Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert, ne? Ich sehe da unten ein L. Ah, das war die Karte. Okay, daran erinnere ich mich. Ich sehe ein R. Ah, das waren die. Stimmt, man hatte ja so Anstecker. Was habe ich denn da aktuell? Sammle beim Ducken Kraft und springe dann höher als gewöhnlich. Okay, können wir drin lassen. Was ist da hinten? Du bewegst dich durch Hüpfen vorwärts. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Ach nee, den habe ich angelegt. Hier, Schwebehochsprung. Ah, ja. Doch, das. Nee, das Gleiten war das Coole, ne? Ich habe keine Ahnung. Wir probieren kurz das hier. Wir gucken mal, was passiert. Höhle der Juwelenblöcke. Okay, let's go. Ah, das ist einfach tatsächlich ein höherer Sprung. Ja, okay, den können wir, denke ich, doch trotzdem lassen. Hallöchen. Okay, der geht nicht. Der geht wahrscheinlich nicht kaputt, ne? Der ist einfach. Ja, gut. Okay. Da ist eine Münze. Ja, dann wozu befreie ich dich überhaupt, ne? Ach ja, die lila Dinger braucht man irgendwie für den Shop, ne? Irgendwas war da. Okay, jetzt bin ich Bohrer Mario. Waren wir schon mal Bohrer Mario? Ich habe keine Ahnung. Aber ich komme hier schon mal nicht durch, oder was? Ich komme hier nicht durch. Wie komme ich da runter? Was? Was ist das? Aber wie komme ich da runter? Ich schätze mal gar nicht, aber man muss doch da rankommen können. Ah, siehst du? Okay. Okay, verstanden, wie das Kramding. Verstanden, wie das Ding funktioniert. Verstanden. Ja, good to know. Da oben ist nichts, ne? Nee, okay. Oh Bruder, oh Bruder. Okay, alles klar. Da unten kann ich rein. Das sehe ich, das sehe ich. Da unten kann ich rein. Sehr gut. Okay.
Okay, das sieht so aus, als ob ich da eine bestimmte Reihenfolge beachten müsste, dass ich an alles rankomme. Versuch mal alles kaputt zu machen. Okay, den krieg ich irgendwie nicht kaputt. Aber ich kann mich da so reinbohren, ne? Ah, okay. Ja gut, dann kriegen wir jetzt eh alles kaputt. Aber dann scheint es jetzt auch nichts. Hier gab es nichts Wichtiges, ne? Gab es eigentlich irgendwie. Man hatte doch so Sachen zum Sammeln im Level, oder? Oder bin ich jetzt doof? Gab es da nicht irgendwas, was man immer gesammelt hat? Ich muss mich echt wieder reindenken. Oh, kann ich mit dem Bohrer vielleicht die kaputt machen? Nein. Oh, aber da ist was. Ah, so ein Ding, okay. Oh gut, dann haben wir nichts verpasst, ne? Ja, okay. Gut, Checkpoint. Aha. Oh. Ich hätte da aber jetzt noch nicht runtergewollt, glaube ich. Aha. Oh, Bruder. Oh, da geht's in die andere Richtung, oder was? Ah, ja. Okay. Halt, stopp, den kann ich ja mitnehmen. Ich habe ja einen zweiten. Nein! Oh, das war bad. Damit hätte ich da hochgemusst. Oh, das war bad. Oh, das war richtig bad. Oh no. Ich wollte mich kurz töten, aber das funktioniert scheinbar nicht. Ja, komm, zerquetsch mich halt. Danke. So. Jawollo. So, aber jetzt haben wir gelernt, wir müssen da die Ranke nach oben schicken, logischerweise. Und was wir getan haben, war ziemlich dumm. Ja. Aber ansonsten habe ich bisher nichts verpasst. Ach, warte mal, ich glaube, es gibt. Ach doch, da die großen Zehner-Dinger, die waren es, die man sammeln musste. Und da haben wir das erste ja schon. Okay, alles gut. Und das zweite kommt jetzt wahrscheinlich hier. Sehr schön. Das zweite kommt jetzt wahrscheinlich hier. Ja, alles klar. Sehr gut. Dann habe ich mich auch wieder an die Collectibles erinnert. Gut. Und da es hier zwei Samen gibt, wahrscheinlich normaler Exit und dieser Bonussamen, diese Bonuspflanze, die man ja immer. Ja, genau, die da. Die man ja immer freischalten kann. Na, dann gucken wir mal, was du machst. Oh. Ich muss schneller runter als der. Okay, das ist jetzt nicht das Problem. Oh, ich muss da drüben runter. Oh, Bruder. Oh, es ist vielleicht doch ein Problem. Aua.
Da muss ich rein. Habe ihn. Habe ihn. Sehr schön. Easy. Okay, gehen wir wieder hoch. Sehr gut. Sehr gut. Sonst irgendwas verpasst? Nein, das war alles hier. Okay. Da muss ich hoch. Das könnte ich jetzt schaffen, dadurch, dass ich den großen Sprung habe, ne? Ja, das könnte klappen. Weil eigentlich brauchen wir den Bohrer noch. Aber mit dem großen Sprung könnte es hinhauen. Ja. Nice. Wunderbar, dann haben wir alles. Halt, stopp, da geht's nochmal hoch. Ach so. Ah, da schließt sich der Kreis. Ja, okay, okay. Ich wäre auch dahin gekommen. Okay. Alles gut. Aber ich glaube, dann haben wir alles wieder gefunden, ne? Ich glaube, das Level können wir abschließen. Ja. Sehr schön. Das sollte 100% gewesen sein. Nice. Wunderbar. Okay. Dann geht's nach unten weiter, logischerweise. Ne? Genau. Da kann ich zu Bowser gucken. Drei Level, drei Welten fehlen uns noch, ne? Ja. Ah ja, die drei, ja, die, genau, die drei fehlen uns noch. Also Wüste, Magma und das andere. Okay, ist hier irgendwas versteckt? Gab es nicht auch so manchmal so versteckte Sachen auf der Overworld? Oh, ah, du bist ein Shop. Ich kann hier einen Samen kaufen, Jürgen. Okay, her damit. Aber ansonsten kann ich hier nichts kaufen, was mir was bringt, ne? Okay. Gut. Haben wir denn jetzt genug? Ja. 10 brauche ich, 16 habe ich. Ja, let's go. Dann ist wohl die nächste Welt die Wüste. Die wolkenlose Wüste. Mhm. Okay, Welt 4. Diese wolkenlose Wüste ist trocken und wüstig. Ich brauche das ganze Wasser unbedingt für mich selbst. Sollen die anderen doch Durst haben, aber ich jedenfalls nicht. Na, dann bringen wir mal das Wasser zurück. Das ist also die wolkenlose Wüste. Weißer Sand, soweit das Auge blickt. Die Dünen strahlen in der Sonne. Im Palast hier sollte es einen weiteren Königssamen geben. Ganz schön heiß, ja, wir müssen weitermachen. Drücke L, wenn du die Karte sehen möchtest. Ja, ja, alles gut. Ja, da gibt es erstmal einen Samen geschenkt. Ah, ich bin ja so durstig. Wo ist denn das ganze Wasser? Oh, Prinz Florian, ich kann dir nicht mal ein Glas Wasser anbieten. Dieser Wüstling hat sich in der wolkenlosen Wüste breit gemacht und fast jeden Tropfen Wasser gestohlen. Bitte, du musst uns helfen. Bring das Wasser zurück, oder wenn er nützlich sein kann, nimm diesen Wundersamen. Den nehmen wir mit. Ja, dann sollten wir das nicht mit Quatschen verschwenden. Na? So. Das war wichtige Lore. Okay, let's go. Und ab jetzt kann ich mich hier wieder umgucken, ne? Aha. Komm, fangen wir gleich hier an.
Suchtrupp-Rätsel der Röhren fangen wir gleich hier an. Jo. Ich hoffe, ich kann nicht in... Kann ich... Oh, ich kann in die rein. Oh je. Oh, ja gut. Muss ich die jetzt alle durchprobieren? Oh, das wäre schon frech, ne? Ha! Perfekt. Ja gut, das ist im Hintergrund. Das heißt, er hat mir jetzt gezeigt, dass hier was ist, aber es war nicht die richtige Röhre. Ja, schade. Wo war ich jetzt noch nicht drin? Oh ne, hier kommen noch mehr Röhren. Da war ich schon drin. Da war ich auch schon drin. Oh je. Ich glaube, ich war an den allen schon drin. Gucken wir erstmal weiter. Aha. Was ist das denn jetzt? Oh, lol. Wie komme ich da ran, wenn das... Hä? Okay, ich dachte, vielleicht kann ich es durch die Röhre mitnehmen. Okay, das muss ja irgendwie funktionieren. Also ich muss ihn ja irgendwie festmachen können jetzt, ne? Aber wenn ich ihn loslasse, ist er weg. Ah, ich muss es abzerren. Okay, verstanden. Ich muss es abzerren. Okay, das war die Röhre. Okay, die geht nicht. Okay, da geht keine Röhre, außer die halt. Ja gut, also der Samen da unten bleibt noch ein Mysterium. Oh, hier sind noch mehrere. Oh Gott. Hä? Okay, wozu kann ich hier nach hinten? Hier ist nichts. Zumindest aktuell irgendwie nicht. Bewegen sich irgendwelche von denen da vorne? Wie bewegt sich? Aber die verändert da hinten nichts, ne? Und da bewegt sich die. Aber die verändert auch da hinten nichts. Ja.
Das ändert gar nichts. Okay. Oh, guck mal, da haben wir einen gefunden. Ich schätze, das wird noch später relevant werden. In welcher Form auch immer. Okay, der fährt irgendwas runter. Ja, aber hier drüben wäre dann... Ha. Also wir haben jetzt im Prinzip noch zwei Rätsel und zwei Samen. Die werden ja scheinbar zusammengehören. Aber irgendwas muss es mit dieser Röhre doch auf sich haben. Ich muss jetzt hier nochmal alle durchprobieren, das hilft nichts. Jetzt komme ich hier raus. Aber das ist ja hinten. Hier ist ja keine Röhre. Nach vorne zum Samen bringt, ne? Ich sehe zumindest keine. Doch! Alles klar. Okay, dann haben wir das geklärt. Okay, dann bleibt jetzt noch das Rätsel mit den bewegenden Röhren. Aber warte mal, hat es Einfluss auf die da unten? Nee. Also dieser Raum hier, ne? Der muss doch irgendwas zu melden haben. Warte mal, was passiert denn, wenn ich die beiden gleichzeitig versuche runterzubekommen? Das war jetzt genauso unspektakulär. Aber irgendwas muss es damit ja auf sich haben. Aber ich sehe halt nicht. Ja, das ist die wieder. Ich sehe halt nicht, was ich hier tun muss. Aber wir kriegen es noch raus. Es ist ja ein Rätselraum. Es ist hier ein Rätselraum. Also, was ich noch nicht benutzt habe, ist halt diese Röhre, die sich hier bewegt, ne? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist irgendwie so ein zeitliches Ding, dass jetzt hier drüben irgendwas anders ist. Aber hier ist halt nichts anders. Manche Röhren konnte man ja auch so schieben. Kann ich hier irgendeine Röhre schieben? Okay, die kann ich schieben, aber warum und wohin? Thank you.
Taucht jetzt da irgendwas auf da drüben? Warum kann ich die schieben und wohin will ich die schieben? Also ich kann hier mit ganz vielen Röhren Dinge machen, aber ich habe nicht so wirklich eine Idee, warum. Ich weiß halt auch nicht, wo die hinführen sollen, ne, wenn ich die jetzt hier umschiebe. Kann ja auch nicht sein, dass man einfach rumprobieren muss, bis man den richtigen Weg gefunden hat. Das glaube ich nicht. Es geht bestimmt irgendwie anders. Dann ist da unten irgendwas, wenn ich da rumschiebe? Nee, ne? Tipp für mich? Nee. Ha! Ich sehe den Wald mal wieder vor lauter Bäumen nicht. Es kann ja nicht so schwer sein. Also hier, die geht runter. Warum auch immer. Und die kann ich schieben. Warum auch immer. Und die da drüben kann ich auch runterdrücken. Aber das hilft mir nichts. Das hilft mir. Ich verstehe nicht, was ich zu tun habe. Es kann doch nicht auf Verdacht sein, dass man rumprobieren muss. Es muss doch irgendwo einen Hinweis geben, was man zu tun hat, oder? Hier kann ich jetzt auch nicht plötzlich runter, wo die Röhre vorher war. Das gibt's doch nicht. Ich stehe komplett auf dem Schlauch. Ich weiß es nicht, was ich machen muss. Weil nichts da. Das kann. Nichts davon kann die Lösung sein, was ich gerade tue. Okay, man muss doch drauf kommen. Das ist doch jetzt kein Spiel für. Für Quacks. So, das muss doch jeder lösen können. Also, ich meine, ne? Egal was die Lösung ist, es muss doch jeder gelöst bekommen. Es muss doch hier hinten irgendwas sein. Aber wieso kann ich hier nach hinten? Was das?
Wow. 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 Wonderful. Es war alles fake. Alles, was ich probiert habe, war fake. Ja, danke. Okay. Gut, dann haben wir das auch geklärt. Ich glaube nicht, dass ich mich verlaufen werde in dieser riesigen Wüste. Das Zwei-Stufensprung-Abzeichen, okay. Dann holen wir uns das doch gleich mal. Ein Samen. Und alles andere brauchen wir nicht. Gut. Ja, wir legen das Zwei-Stufensprung-Abzeichen an. Stimme mehrere Sprünge in Folge aufeinander ab. Ah, ja. Ach so, das ist einfach ein Doppelsprung. Ich verstehe. Ha! Ich habe ein Secret gefunden. Tanz der Ninjis. Let's go. Da ist der... Da war das Abzeichen. Let's go! Wie geht das da hoch? Ich weiß es nicht. Aber so geht's auch. Das war nicht so gut. Ich muss da hoch. Oh, hab ich gedacht. Muss ich gar nicht. Aber wie kommt die... Ah, jetzt! Ah, verstanden. Sehr gut. We did it. Cool. Interessantes Level. Sehr interessantes, schönes Level. Und etwas schneller als das von gerade eben. Sehr gut. Okay, ich denke, das soll es dann gewesen sein. Das Röhrenlevel war speziell. Und dann gucken wir mal, was die Wüste noch so für uns zu bieten hat. Danke fürs Zuschauen und tschüss.